Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal bin ich alleine, denn wir waren fleißig diesen Vormittag und jetzt haben sich der kleine Baumeister und der große Baumeister dafür entschieden, dass sie ein kleines Mittagsschläfchen machen, was auch voll okay ist, denn der kleine Baumeister hat brav mit seinem Duplo gespielt bzw. es angeknabbert und abgebaut, das was wir aufgebaut haben, beziehungsweise ich. Und der große Baumeister hat sich dieses Mal versucht am Handwerkern den ganzen Vormittag. Und ihr wisst, das ist nicht so sein Ding, deswegen hat ihn das fast mehr fertig gemacht, als hätte er diese ganze Stadt hier gebaut. Das hätte ihn sicher weniger strapaziert als das Handwerkern. Aber ihr seht schon, wenn ihr ein bisschen hinter mich blickt, was er da zum Beispiel angestellt hat. Und ich muss sagen, es hat zwar etwas länger gedauert, als es vielleicht dauern hätte müssen, aber es ist dafür das Ergebnis umso schöner und wir sind sehr stolz, dass sich auch mal rund um die Stadt was tut und nicht immer nur in der Stadt mit dem Lego bauen, sondern es auch rundherum etwas schöner wird. Als erstes kommen wir mal zu diesem wunderbaren Vorhang hier hinter mir. Ich werde euch den gleich noch genauer zeigen. Diesen wunderbaren Vorhang haben wir geschenkt bekommen von Christophs Family, die gesagt haben, es geht einfach so nicht weiter. Hier hinten das Chaos, wo man immer reinsieht, das macht doch speziell den Hafen und den Strandbereich nicht schön. Und jetzt haben wir hier hinten quasi eine Abdeckung und man sieht hier dieses, das Gramuri dahinter, sieht man jetzt nicht mehr so. Ich gehe mal hier etwas rückwärts, damit ihr das besser seht. Das einzige Problem, das wir noch haben, ist, dass der Bereich quasi zu groß ist und wir etwas zu wenig Vorhang quasi haben, als wir bräuchten. Deshalb haben wir jetzt noch eine Bahn quasi bestellt, damit wir dann drei solche Vorhangbahnen hier hängen haben. Und ich glaube, das wirkt dann auch recht super, muss ich sagen. Ich mache da hier auf der Seite nochmal zu, dann sieht man das vielleicht etwas besser. Das hat dann schon was, genau. Alte Lego-System-Kartons, ein Wahnsinn. Genau. Also ich glaube, das wird recht nett. Sorry für die Kameraführung, Christoph wird sich wieder beschweren, aber gut. Ich glaube, das wird dann recht nett ausschauen, denn dann ist es quasi ja so Teil von dieser ganzen Wand. Oben haben wir noch etwas ausgelassen, damit man auch das Holz oben sieht. Außerdem konnten wir das dann super installieren. Genau. Und ich finde das passt dann eigentlich ganz gut. Ja, waren auch preislich jetzt nicht so teuer, also das hat super gepasst. Auch was wir noch machen müssen, wir haben schon unsere Mütter gefragt, wer sich freiwillig meldet. Erstens mal gehört natürlich dieser Vorhang noch etwas gekürzt, der ist nämlich eigentlich 3 Meter lang, was ein bisschen zu lang ist hier für die Raumhöhe, die wir hier haben. Und ihr seht es auch, etwas faltig ist natürlich der Vorhang auch. Da haben wir hoffentlich dann unsere braven Mütter, die uns das auch noch bügeln und dann wird das irgendwann einmal super schön aussehen. Ich bin ja beim Bügeln jetzt nicht so die Künstlerin, ich mache meistens noch mehr Falten rein, als eigentlich schon drinnen sind. Deswegen ja, überlasse ich das lieber den Profis, als dass ich dann noch mehr Falten rein mache. Genau. Und ja, so viel mal zu diesem Bereich. Also da haben wir quasi mehr kaschiert, als vorher war, dass wir nicht mehr so viel sehen. Was wir noch gemacht haben, ihr habt es sicher schon gesehen, da drüben ist jetzt was an der Wand. Und das ist eigentlich ganz lustig, denn Christoph hat gesagt, also wie wir gestartet sind mit dieser ganzen Lego-Stadt, war die Idee von speziell meiner Mutter, auch meinem Bruder, dass wir ja die Wände quasi entweder mit Graffiti besprayen könnten, im Sinne von quasi irgendwelchen Lego-Graffiti, oder auch Poster aufhängen könnten,
auch die, was was quasi mit Lego zu tun haben oder sonstiges. Und da muss man dazu sagen, Christoph ist da eher der Purist, also auch bei uns in der Wohnung. Ich bin eher die, die sagt, okay, wir hängen vielleicht noch ein Bild auf oder wir tun noch das und das. Christoph ist immer eher so, weiße Wände sind auch schön. Also er ist eher bei weißen Wänden. Hier in der Lego-Stadt hat er sich dann durchgesetzt und hat gesagt, wir brauchen nichts an den Wänden rundherum, das lenkt nur ab. Das Einzige ist ja unser Kasten hier drüben. Das ist quasi die einzige Ablenkung, die wir bisher hatten. Aber ansonsten, ihr wisst es, ist bei uns weiße Wand angesagt. Jetzt ist es aber so weit gekommen, dass wir ja die Ehre hatten, dass wir in zwei Artikeln vorgekommen sind, nämlich bei unter anderem zusammengebaut.com. Und das hat uns so geehrt, muss man wirklich sagen. Also wir haben uns den Artikel, glaube ich, 100-mal durchgelesen und auch an jeden weitergeschickt, den wir kennen. Übrigens, falls ihr den auch noch nicht durchgelesen habt oder vielleicht noch nicht 100-mal durchgelesen habt, wir geben euch gerne natürlich auch noch den Link unten in die Beschreibung hinein, dann könnt ihr euch den auch nochmal durchlesen. Und das hat uns eben so geehrt, dass wir uns entschieden haben, wie bei einem Museum diesen Artikel auch aufzuhängen. Und das sieht jetzt folgendermaßen aus. Christoph hat online gesucht und hat gefunden, es gibt die Möglichkeit auf so, ich glaube, das sind so Art Metallplatten, den Artikel zu drucken. Und das ist halt schon jetzt echt, echt cool. Das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn ich da so nahe stehe. Das ist schon echt, echt cool. Jetzt ist das quasi wie so eine Informationstafel im Museum. Und da kann man sich zu den verschiedenen Bereichen der Stadt beziehungsweise auch natürlich über uns informieren. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wie zum Beispiel das Winterdorf und der Berg. Genau. Da hat er einfach Screenshots gemacht vom Artikel und hat die dann so angeordnet, dass das einfach hier auf zwei solche Metallplatten passt. Und ich finde, das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr gelungen. Ich finde das auch mit den Bildern sehr nett. Wird auch mal ganz interessant werden. Ich denke mir, welches Bild habe ich mir da speziell gedacht? Ja, zum Beispiel hier oben, da werden wir sicher mal in Zukunft dann denken, okay, das hat mal so ausgesehen, unvorstellbar. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass da so wenig gestanden hat. Ja, genauso wie auch, was weiß ich, genau beim hier hinten, sorry, jetzt habe ich das Bild nicht gefunden. Hier hinten beim quasi ja, Vergnügungspark, beziehungsweise natürlich auch hier hinten bei dieser Brücke, wo jetzt auch das Schloss Löwenstein hingekommen ist, da werden wir sicher auch mal hinblicken und uns denken, dass das mal so ausgesehen hat. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Genau. Oder auch der Bauernhof. Also ihr seht, wir sind jetzt schon sentimental und wir freuen uns jetzt schon darüber, wie wird das dann in ein paar Jahren sein. Außerdem natürlich wir auch noch jung und frisch und knackig. Das munkelt man, wird sich ja auch mal ändern. Ich glaube noch nicht daran, aber angeblich. Mal schauen. Genau, und jetzt haben wir das eben aufgehängt und ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich bin ja sowieso ein Fan davon, dass man da mehr aufhängt. Aber ich glaube, für Christoph ist das schon quasi das Maximum, das herauszuholen ist. Vielleicht, wenn wir noch in irgendwelchen anderen Artikeln vorkommen, dass das dann auch noch aufgehängt wird. Aber mal schauen, ich bin gespannt. Das ist natürlich aber nicht der einzige Artikel gewesen. Wenn ihr unseren Kanal ein bisschen verfolgt habt, dann ist euch das aufgefallen. Nicht nur auf dem wunderbaren zusammengebaut.com haben wir einen Artikel bekommen, sondern auch natürlich unseren, was ich ja immer sehr lustig finde, unseren spanischen Artikel von Bricks in Bits. Auch den kann ich euch gerne unten verlinken. Wenn ihr eure Spanischkenntnisse ein bisschen aufbessern möchtet, dann macht das mit unserem Bricks in Bits Artikel. Der große Baumeister ist wieder da. Er ist von seinem Mittagsschläfchen topfit wieder aufgestanden. Das freut uns natürlich sehr. Ich hoffe, der kleine Baumeister schläft noch. Der schläft bestens.
Perfekt, sehr gut. Ja, und da haben wir eben diesen Bricks in Bits Artikel mit La gran ciudad. El espacio nunca es suficiente. La gran ciudad crece y crece. Man sieht, mein Spanisch ist nicht das Beste. Ich hatte auch nie Spanisch, aber ich habe mir gedacht, ich finde das immer recht lustig, das dann durchzulesen. Genau, und natürlich, den hätte ich jetzt fast vergessen, den haben wir auch noch aufgehängt. Wir sind ja in der Lokalzeitung auch mal vorgekommen und den haben wir auch noch aufgehängt, diesen Artikel. Hallo, alles, Freunde. Alles hier schön, vertreten. Dass ihr da seid. Ich habe gar nicht gewusst, dass Rita heute ein Filmchen dreht. Nämlich ein Filmchen. Wir sind sehr stolz auf diese Tafeln und Artikel und ja? Ich glaube, sie werden euch auch gefallen. Ich glaube auch. Ich habe schon gesagt, hoffentlich vergessen wir nicht, dass wir das unten noch verlinken, falls jemand die noch nicht gelesen hat oder vielleicht nochmal lesen möchte, so wie wir das immer machen, ja, das dann wir könnt noch. Ihr das natürlich gerne machen. Hast du die anderen auch schon hergezeigt? Natürlich, ich habe auch unseren Vorhang schon hergezeigt. Das möchte ich sagen, ist eine tolle Aktion mit den Vorhängen und das ist einmal handwerklich, möchte ich sagen, ein Fehler, der jemandem unterlaufen ist, was nicht ich bin, denn ich habe nicht abgemessen, dass die Vorhänge sich da gar nicht ausgehen. Aber nur so viel dazu. Sehr schön sehen sie auf jeden Fall trotzdem. Du hast sie auf jeden Fall schön installiert. Vielen Dank. Genau. Ja, und jetzt würde ich sagen, starten wir weiter und bauen wirklich mal Lego und nicht irgendwas. Ja. Hast du schon den Berg hergezeigt? Das ist vielleicht das Letzte, was wir noch herzeigen können. Das müssen wir haben ja gesagt, Schloss Löwenstein wird jetzt erhöht. Ja. Es geht los und wir haben das erste kleine Detail, was wir euch zeigen können. Und damit beenden wir dann auch das Video. Da bin ich jetzt gespannt, was ihr dazu sagt. Also Schloss Löwenstein steht übrigens da drüben. Das ist eigentlich der Platz, den wir dafür reserviert hätten. Und jetzt ist, wie aus Magie, ist ein kleiner Berg aus dem Boden geschossen. Und der steht aber hier drüben, lustigerweise. Ja. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Auch finde ich es ganz lustig eigentlich, weil wenn man sich das Größenverhältnis so ansieht, der Berg und das Schloss, ich finde, das hätte schon was. Ich bin mir nicht sicher, ob das hält. Ja, also das ist halt eher ein schlanker Berg, ja. Und dann das Schloss obendrauf, das große. Aber gut, vielleicht muss man dann auch quasi kopfüber hinaufkrabbeln, wenn man quasi hier den Berg besteigt als Minifigur und dann muss man hier kopfüber quasi noch so hinwandern, dass man dann zum Schloss kommt. Ganz eine lustige Eigenkreation, wie gesagt, wie aus Magie ist er auf einmal hier gewesen. Man munkelt, dass Christophs Mom hier unterwegs war, aber das sind wie gesagt nur Gerüchte. Wir werden dem nachgehen und wir werden auch dieser Konstruktion nachgehen, was es damit eigentlich wirklich auf sich hat. Ach ja, so ist das. Ihr seht, Christoph wuselt schon wieder etwas herum. Ich glaube, der hat schon, wie sagt man, die Bienen im Hintern. Ich glaube, der will da schon etwas umräumen. Ich bin gespannt, wie lange dieser Berg steht, beziehungsweise wie lange es dauert, bis er umgebaut wird. Aber gut, mal sehen. Es gibt mehrere Baustellen und wir werden jetzt ein bisschen was für euch bauen und zeigen euch dann die Endergebnisse. Auf jeden Fall. Also bald baut auch ihr was Schönes. Lest euch den Artikel vielleicht nochmal durch und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Tschüss! Tschüss!